Nein, ey. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich ganz wenig sehen, aber wundert euch nicht, denn ich sehe genauso wenig. Ich würde ganz gern so einen Stock oder so mitnehmen. Ne, ist ein Stein. Na gut, aber da waren ja ganz viele Stöcke auf dem Weg. Und jetzt leise. Das kann man nicht mitnehmen. Aber hier vielleicht. Ich brauche Feuerholz. Man kann hier kaum die Hand vor Augen sehen. Aber ich weiß, ich muss nach Osten. Ich glaube, ich bin hier auf dem Weg. Und wenn hier die Kreatur auftaucht, dann will ich da überhaupt gar nicht dran denken. Mal gucken, ob unsere Clarity Tonic noch hilft. Nein. Das heißt, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Ich schlage mich jetzt einfach mal in das Gebüsch rein. Und hier kriegen wir Stöcker. Deutlich besser. Okay, hier sind wir. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Nein. Komm schon. Finde die Alge. Das ist sie nicht, ne? Ich glaube, ich hab sie. Ja, nicht jetzt lesen. Komm. Wieder auf den Weg und ab zur Hütte. Oh Mann. Ich renne einfach mal. Denn ich möchte hier, sobald es geht, wieder am Tag unterwegs sein. Wo ist die Hütte? Da hinten. Ich glaube, wir sind sicher. Ich lege als erstes die Alge auf den Tisch. Was hat er denn? Geht's ihm gut? Ja. Gesundheit ist noch im Rahmen. Speichern! Speichern. So, die Kerze ist ein bisschen unglücklich. Da platziert, ne? Ach, ich kann ja auch hier speichern. Wenn ich schlafe, wird ja auch gespeichert, ne? Boah, da fällt mir doch mal echt ein Stein vom Herzen. Huh. Aber das ist erst die eine Hälfte von der Agenz hier Y oder X. Ich weiß es gerade nicht. Heieieiei. Gut. Jetzt müssen wir den Weg nur noch zurückschaffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die Frage ist ja, es geht jetzt hier keinen Weg mehr weiter, ne? Erstmal würde ich ganz gern gucken, ob man vielleicht nicht doch noch... Nee, hier jetzt weiter zu kartografieren bringt, glaube ich, auch nichts. Also die Wege sind wir jetzt alle abgelaufen, die wir sehen. Ich glaube, die einzige Stelle, wo man noch weitergehen kann,
ist hier, ne? Warum zweigt hier so ein Weg ab? Ob man da rüber kann vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Jetzt erstmal versuche ich mich ohne Kreatur zurück zum Außenposten Vega zu schlagen. Es wäre natürlich auch ganz schön, wenn wir bald mal die zweite Zutat zu der Endurance Potion, beziehungsweise zu der Endurance Drug finden könnten. Damit wir, ich glaube, dann kann man dauerhaft länger sprinten und so, ne? Oh, warte mal. Ne? Gucken, ob man vielleicht hinter uns noch irgendwas hat. Warte, da war doch gerade was. Na, komm schon. Das hat geklappt. Jetzt kann ich doch vielleicht das hier hinzufügen. Und das hier auch. Okay. Ja, schön. Es ist auf jeden Fall hilfreich, die Position auf der Karte entdeckt zu haben. Ach, wie die Sonnenstrahlen hier durch das Geläub fallen. Das ist doch schon hübsch. Also das wäre auch wirklich eine Insel, auf der ich gerne Urlaub machen würde. Allerdings nur ohne Kreatur. So, und hier ungefähr kommen wir gleich in einen Bereich, wo die Kreatur vorhin aufgetaucht ist. Auf dem Hinweg. Ich hoffe mal ganz inständig, dass die jetzt ausbleibt. So, wir müssten uns doch gleich wieder nach Norden wenden können. Warum sind hier die Bäume auf einmal grün? Aber das Design der Insel, also das Artwork jetzt, ne? Das finde ich echt bemerkenswert, weil du ja dir vorstellen musst, dass das einfach ein einzelner Typ war, ne, der sich das hier ausgedacht hat, der das Design gemacht hat, einer von den beiden Brüdern. Der andere hat sich um die Technik gekümmert, der andere ums Design sozusagen. Und ja, ich finde, dass die Insel schon echt vielseitig ist, dafür, dass es hier... ne? Es ist halt im Grunde genommen irgendeine Insel, ne? Aber die ist schon wirklich sehr, sehr vielseitig gestaltet. Das muss man schon anerkennend feststellen. Nicht nach Osten. Nach Norden will ich. Das wäre jetzt natürlich doof, wenn ich mich jetzt noch hier verlaufen würde. Aber ich erinnere mich nicht, diesen Weg gegangen zu sein auf dem Hinweg. Schauen wir mal hier entlang. Na gut, aber wenn ich mich jetzt nach Norden wende, kann ich ja eigentlich nicht fehlgehen. Ja. Eieieiei. Nee, echt, die Vielseitigkeit dieser Insel ist echt sehr, sehr gut getroffen. Die Wälder sind von ganz unterschiedlicher Art. Ne, der Sumpf zum Beispiel. Und auch allein der Übergang von dem, also jetzt dieser hier zum Beispiel. Ne, das ist einfach so ein ganz fließender und irgendwie natürlich wirkender Übergang. Hm.
Okay, da sind wir also. Das heißt, wir sind ein bisschen zu weit im Osten. Und müssten jetzt also etwas nach Westen gehen. Die Kunst ist ja gar nicht... Also zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Weil ich ja auch kein Experte bin, ne? Das muss man immer dazu sagen. Ich bin kein Experte. Aber ich persönlich finde, dass die Kunst nicht nur die ist, ja, eine ganz außergewöhnliche Landschaft zu kreieren. Upsala. Sondern das Ganze so mühelos wirken zu lassen, weißt du? Das ist halt einfach... Es wirkt ganz natürlich. Es wirkt so, als hätte einfach jemand sich hingesetzt und das einfach gemacht. Das ist, glaube ich, die Kunst dabei. So, ich hoffe, wir kommen hier beim Außenpostenwege an. Ja. Oh, und wir wurden nicht von der Kreatur behelligt. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Sage ich jetzt einfach mal so. den haben wir schon von da hinten vorhin. Was ist denn da hinten? Das sieht da, sah gerade so aus, als wäre da irgendwas. Das heißt, ich werde hier jetzt speichern. Und mich einfach mal hier in diese Richtung vorwagen. Ja, die Vermutung ist ja, dass man die Ingredienzien doch irgendwie an diesen blau markierten Pfaden findet. Und dass die eben nicht ohne Grund da blau markiert sind. Ja, dass das sozusagen eine Spielhilfe ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen hier... Moment, wo bin ich jetzt genau? Ich bin jetzt hier, okay. Das heißt, da vorne, das ist quasi der markierte Weg. Dem will ich mal folgen. Jetzt komme ich natürlich in einen Bereich der Karte, für den ich halt keine Karte habe. Aber ich hoffe, das ändert sich noch. Ich kann ja zunächst mal versuchen, von der erhöhten Position da vorne aus ein bisschen eine Übersicht zu bekommen über die... Ach, guck mal, hier gibt's... Ah! Hier gibt's ganz viele von diesen Pilzen. Das ist ganz vorteilhaft für uns. So. Das ist unbekannt. Das ist bekannt. Das ist bekannt. Also können wir hier unsere Position triangulieren. Durstig sind wir. Das können wir hinzufügen. Haben wir sonst irgendwas, was wir vielleicht schon hinzufügen können? Nee, noch nicht. Also gönnen wir uns mal einen Schluck aus unserer Pulle. Und dann gehe ich hier einfach mal den Weg entlang. Also es ist natürlich ganz wichtig, am Weg zu bleiben. Glaube ich mal. Weil wir hier überhaupt nichts kartografiert haben. Und hier jetzt verloren zu gehen, das wäre natürlich ein Desaster. Weil wir auch keine Anhaltspunkte haben, ne? Oh, guck mal, da hinten ist eine Hütte. Ob ich da mal zu der Hütte vielleicht kann? Die will ich mal ansteuern. Ja. Hm.
glaube, das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich mach mal ein Experiment und schwimm darüber. Kann ich das wohl? Nee, das traue ich mich nicht. Ich würde ja gerne hier jetzt die Position triangulieren, aber ich war, glaube ich... Mist. Eigentlich müssten wir hier die... Ah, siehst du, wir waren gerade knapp außerhalb der... des Radius, in dem man das hätte aufdecken können. Das hätte uns jetzt natürlich sehr, sehr geholfen. Aber man sieht hier zumindest die Küstenlinien. Gut, dann werde ich mich hier wieder zurückschlagen. So, warte mal. Wo war's? Hier war der Weg...